Wissenschaftsminister Karl-Heinz Töchterle zu Besuch in der Fachhochschule Kärnten. Mit Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik diskutiert er über die Zukunft des Bildungsstandortes Kärnten. Ich glaube, wie überall ist es auch in Kärnten wichtig, dass Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die öffentlich finanziert werden, noch enger zusammenarbeiten, damit Innovation sehr schnell sozusagen in der Wirtschaft ankommt und zum Wohlstand des Landes beiträgt. Es ist aber auch sehr wichtig, und das betone ich immer wieder, dass Bildung auch ein individuelles und ein gesellschaftliches Gut ist und man auch diese beiden Seiten sehen und entsprechend beachten muss. Laut Wissenschaftsministerium sollen künftig bis zu 40% aller Hochschulabsolventen von Fachhochschulen kommen. Auch die FH Kärnten hat in den nächsten Jahren viel vor. Wir haben ein definiertes Profil in den Bereichen Engineering und IT, Wirtschaft und Gesundheit und Soziales. Und diese Profilschärfung, die müssen wir weiter voranbringen. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Das zweite Thema ist, dass wir die Kooperation mit der Wirtschaft und mit anderen Hochschulen auch hier im unmittelbaren regionalen Umfeld noch weiter ausbauen. Das Ziel der FH Kärnten lautet 4.000 Studierende bis zum Jahr 2020. Für die heimische Wirtschaft bringt das nur Vorteile. Eine Erkenntnis ist, dass wir für den Bildungs- und Wissenschaftsstandort Kärnten Österreich in den letzten 10 Jahren einen gewaltigen Schritt weitergekommen sind. Es ist heute allgemein Verständnis, wie wichtig Bildung, Wissenschaft, Forschung für die Zukunft dieses Landes ist.